Schätze, weitere Schätze. Der Heini, der mit einem Schlag tot gewesen ist. Okay, das brauchen wir nicht. Das nehme ich mit. Die konzentrierten... Oh, ich bin schon voll. Oh komm, die konzentrierten Heiltränke kannst du stacken. Echt, ey. Das stell ich nicht so an. Immerhin. Oh, komm schon. Mehr nicht. 2 plus 2. Semage Umhang. Auf den Träger liegt Verschwimmen. Magiewiderstand. Plus 10%. Das ist geil. WTF? Schau doch die Rüstungsklasse an. Das ist doch... Geile Sache. Sie kriegt dadurch plus 3 Rüstungsklasse. Geil. Geil, YouTube, geil. Ach, das Eichhörnchen, das habe ich gar nicht ausprobiert, den Zauber, jemanden in ein Eichhörnchen zu verwandeln. Das wäre bestimmt auch witzig. Wenn Sarivok einfach mal ein Eichhörnchen wird. Tatzok, du Riese, was hattest du? Du hattest eine Rüstung. Tränke, gut. Und was gibt's hier bei dir? Oh ja, du hattest Detonationspfeile. Interessant. Die Robe nehme ich mit. Ah, die Tränke. An dich weitergeben. Detonationspfeile und das sind, glaube ich, die da. Pfeil des Zauberbruchs. Oh, ah, gut. Kannst du sogar identifizieren. Das ist schön. Plattenpanzer wird plus 1 sein. Gehe ich mal davon aus. Oh, beißende Pfeile. Und einen Magietrank. Magie-Widerstandstrank. Haben wir einige verbraucht. Hier gibt's sonst nichts mehr? Okay. Jetzt zu eurer Info. Ich bin dabei. An dieser Stelle wäre Baldur's Gate jetzt abgeschlossen. Also Baldur's Gate 1. Da wir aber die Trilogie installiert haben... Oder beziehungsweise ich habe die Trilogie installiert, also die Mods, endet es nicht direkt hier. Der Hinweis, der sagte, ich soll einfach mal da rein, einfach mal hingehen und hier dafür sorgen, im Herzogspalast Meldung geben. Der Hinweis ist richtig. Dieser Hinweis ist nämlich das Ende. Wir beginnen Baldur's Gate 2, wenn wir mit dem Herzog gesprochen haben. Das werden wir jetzt machen. Wir machen uns auf den Weg. Sarivok ist besiegt. Wir haben nette Gegenstände von ihm erhalten. Kann man schon sagen. Ja, sind schon ein paar nette. Hast du eine besondere Robe? Schuppenrobe. Aber das sind jetzt für mich keine besonderen Roben. Na, schau mal, beißende Pfeile hier. Den Dolch wieder nehmen. Das kannst du identifizieren. Oh, die Detonationspfeile, die kann man auch identifizieren. Oh, und stacken. Oh, 12 Stück. 12 Feuerbälle als Pfeile. Was soll ich tun? Gute Idee, und diese, also der Umhang hat sich am meisten rentiert. Der Umhang ist mächtig. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wirklich zurücklaufen? Tatsache. Komm, der Rede wert. Schade, dass es keine Abkürzung gibt. Aber ja, der Triumphzug durch die Hallen der Diebe. Baldur's Gate 1, das war jetzt echt ein schwieriges Spiel, muss ich schon zugeben. Langwierig und schwierig. Es war auf jeden Fall schwieriger als die Casual Games, die sonst hier rumgurken. Und ich habe viel mit technischen Problemen zu kämpfen. Also diese öfter mal Abstürze oder hängen bleiben, wenn ich Pause drücke in einem Kampf, das hat mir schon viele Nerven gekostet. Aber die Story ist einfach zu geil. Die ist sogar so geil, dass ja extra die Baldur's Gate Enhanced Edition rauskam. Aber ganz ehrlich,
Die haben zwar ein bisschen die Grafik angepasst an heutige Gegebenheiten, aber naja, mit den Mods schafft man das genauso gut. Die haben halt einem sozusagen die Arbeit abgenommen damit. Und hiermit kann man noch viel, viel mehr haben. Dadurch, dass das Kerzenburg-Forum so aktiv ist und die Modder vielleicht heute noch aktiv Mods machen, an Mods arbeiten für Baldur's Gate. Warum auch nicht? Generell, ihr habt ja die Karte gesehen, die große Karte. Da ist noch viel Platz auf der Karte. Da kann man jede Menge Orte noch einfügen. Und jede Menge Events. Eigene Geschichten hinzufügen. Eigene Abenteuer. Tja, Baldur's Gate 1 ist jetzt beendet. Ein Meisterstück seiner Zeit. Wann kam es raus? Ich glaube 1999? 98? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 10 Jahre alt. Und es kann einen so fesseln. An so eine dichte Story kam bis heute kein einziges Spiel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so die Gaming-Nachrichten... Warum sind die schneller als der? Das finde ich ungewöhnlich. Gaming-Nachrichten lese, dieses System mit den runden... Nee, nicht runden basiert. Mit den pausierten Kämpfen und jedem was zuweisen, das ist anscheinend wieder im Kommen. Ich habe da schon ein paar Indie-Games gesehen, die jetzt wieder darauf setzen. Tja, Baldur's Gate war der Urvater. Okay, Planescape Torment vielleicht noch mehr. Aber das ist leider nichts für mich da. Ich bin kein Fan von so Sci-Fi. Und so kam das mir zumindest immer vor. Wo ist meine Parade? Hallo, ich habe das Böse besiegt. Mich hat gewundert, dass Angelo zum Beispiel dabei war. Schatil, dich juckt's nicht, dass dein Vater getötet wurde? Nein? Nein? Gut. Ich kümmere mich drum. Waren ja sowieso nicht die dicksten Verwandten anscheinend. Leichte Sache. Ja. Wir können uns hoffentlich wieder ganz normal bewegen. Ja, wie rum wollt ihr? Entscheidet euch. Wir müssen zum Palast. Der Palast. Ja, wir müssen zum Palast. Wir sind die Mörder des Eisenthrons, angeblich. Was aber ja nicht stimmt. Habe ich noch irgendwas vergessen, bevor wir weitermachen? Ja, der Jahrmarkt, aber der interessiert mich nicht. Da gibt's bloß komische Händler. Nein, ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Vielleicht habe ich da irgendeine Karte vergessen zu bereinigen. Ach ja, YouTube. Ach ja. Gehen wir zur Feste. Da geht's rein zu den Herzögen. Vorher natürlich speichern, wie immer. Oh, wo ist der Wächter hin? Für jeden ist Einlass jetzt? Ich weiß gar nicht, wie Baldur's Gate 1 jetzt damit zurechtkommt. Also skripttechnisch. Wenn ich jetzt einfach irgendwie weitermachen würde mit anderen Sachen, weil jetzt ist ja Sarevok eigentlich besiegt und eigentlich wäre das Spiel zu Ende, aber... Belt, Shadow, ist der Sieg euer? Ist Sarevok tot? Ja, es ist vollbracht. Sarevok fiel durch meine Hand. Naja, nicht ganz. War wahrscheinlich eher Shatil, aber naja. Und wir haben ihn vor ein paar Stunden noch gepriesen. Die Leute haben das von Sarevok gehört, sind neugierig geworden. Vor allem die Edelleute stellen Fragen. Gefährliche Fragen. Sie wollen unter anderem wissen, wie es geschafft hat, ein Kind von Baal zu töten.
Die Schattendiebe haben das mit dem Tempel in der Nähe ihres Gebäudekomplexes ausgeplaudert. Ich glaube, es war ein Versuch, euch aus der Stadt zu vertreiben. Vielleicht fühlen sie sich von eurer Anwesenheit bedroht. Als wenn die Edelleute nicht schon genug Ärger bereiten würden, habe ich noch ein größeres Problem, bei dem ihr wahrscheinlich helfen könntet. Worum geht es? Arm plant noch immer gegen uns Krieg zu führen. Ich habe versucht, Botschaften an den Rat in Adkatla zu schicken, aber sie scheinen nicht zu antworten. Ich weiß nicht, ob das Problem an meinen Kurieren liegt oder am Rat. Was hat das mit mir zu tun? Ich habe einen neuen Kontaktmann in Adkatla. Ich muss ihm diese Dokumente zukommen lassen, damit der Rat der Sechs es lesen kann und die Wahrheit darüber erfährt, was hier vorgefallen ist. Ich schlage ein geheimes Treffen zwischen mir und dem Rat vor. Ich hoffe, ich kann Ihnen beweisen, dass Sarayok dafür verantwortlich war und dass Baldur's Tor keinen Krieg will. Ich erzähle euch das Ganze, weil ich jemanden brauche, um diese schwierige Aufgabe zu erledigen. Ich möchte, dass ihr euch mit meinem Kontaktmann trefft und ihm diesen Brief überbringt. Wenn meine Kuriere aufgrund von Banditen nicht dorthin gelangen, dann habe ich wenigstens euch, denn ich weiß, dass ihr in der Lage seid, die Banditen abzuwehren und die Mission fortzusetzen. Adkatla, in Arm? Es wird einige Zeit dauern, dorthin zu gelangen. Gibt es irgendeinen Weg, meine Reise zu beschleunigen? Ja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich ließ meine Magier für mich einen Zauber schreiben, der euch dorthin teleportieren soll. Leider war ich nie in Adkatla und eine Teleportation funktioniert nur, wenn man das Ziel kennt. Ja, ich auch nicht. Ich war mehrmals nördlich von Adkatla zum Jagen. Ich kenne nur ein Gebiet sehr gut und ich kann euch dorthin teleportieren. Ich habe meinen Kontaktperson informiert und er hat ein paar Männer, die euch dort erwarten sollen. Sie können euch bis in die Stadt eskortieren. Ich bin verwirrt, wenn ihr jemanden teleportieren könnt, um sich mit der Kontaktperson zu treffen. Warum schickt ihr dann nicht einfach einen Kurier? Warum mich? Eine gute Frage. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass die Edelleute euch fürchten. Euch für ein paar Tage aus der Stadt verschwinden zu lassen, wird mir die Zeit geben, ihre Ängste zu mildern. Der zweite Grund ist, dass meine Kontaktperson bereits von euch gehört hat. Es sieht so aus, als wärt ihr die Heldin... Was? Der Schwertküste. Meine Kontaktperson ist der Ansicht, dass der Rat eher auf meine Bitten eingeht, wenn eine Heldin wie ihr diese Sache unterstützt. Mit wem? Ach, mit Shadhil. Ich habe sogar ein paar eurer Freunde benachrichtigt, so dass sie euch dort treffen können. Allerdings müsst ihr den Rückweg von Arm zu Fuß bewältigen. Da solltet ihr euch vergewissern, dass ihr genügend Vorräte für die lange Reise dabei habt. Seid ihr bereit für die Reise nach Adkatla? Mir fällt da ein, wir haben ja noch in Beregost eigentlich was offen. Da war noch so ein Ereignis mit extrem starken Magiern. Allerdings, als ich nachgelesen habe, endet's dann auch nach dem Kampf schon. Weil es nur ein Teil einer großen Questreihe ist und ich glaube, der zweite Teil gar nicht geschrieben wurde. Bis heute. Okay, dann bin ich bereit. Viel Glück und eine sichere Reise. Ich habe viel eingebüßt. Der Grund ist... Was passiert jetzt? Ich bin nackt. Mein Zeug liegt da. Wir sind nur noch drei. Imoen, ich und Kegane? Oh. Das ist jetzt ein gemotteter Übergang. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wirkt. Jetzt sind alle tot, oder wie? Zumindest ihre Ausrüstung liegt da. Okay. Das war jetzt ungewöhnlich. Dort unten liegt unsere Ausrüstung. Wir haben sie kampfunfähig gemacht. Wieso, wo habt ihr das gemacht? Aber was sollen wir tun? Bringt sie alle zurück nach Arm. Unser Auftraggeber erwartet sie. Mein Equip. Baldur's Gate 2 beginnt. Der Fürst des Mordens wird vernichtet werden, doch noch mit seinem Tode zeugt. Er
sterbliche Nachfahren, und Chaos wird sprießen, wo immer ihr Fuß den Boden berührt. Also sprach der weise Alando. Ihr verbrachtet eure Kindheit in der Bibliotheksfestung Kerzenburg, unter der schützenden Hand eures Ziehvaters Gorion. Imoen teilte dieses Zuhause mit euch. Sie war eine verwandte Seele, und ihre Vergangenheit war ebenso mysteriös wie eure eigene. Die Ermordung von Gorion brachte euch einige Antworten auf eure Fragen ein, denn sein Mörder Sarevok entpuppte sich als euer Bruder. Ihr und Sarevok wart das Erbe der Zeit der Klagen. Jener chaotischen Ära, als die Götter Fleisch wurden und gezwungen waren, auf Erden zu wandeln. Einer dieser Götter sah seinen eigenen Tod voraus. Und so wandelte er vor dem Kataklysmus über das Land und zeugte eine Anzahl sterblicher Nachkommen, die ihm als Keimzelle für seine Wiederauferstehung dienen sollten. Diese Gottheit war Baal, der Fürst des Mordes. Und ihr seid eines seiner Kinder. Sarevok wollte einen blutigen Krieg mit möglichst vielen Opfern auslösen, um zu beweisen, dass er es wert sei, der neue Fürst des Mordes zu werden. Ihr tötetet euren Bruder und schicktet seine verdorbene Seele zurück zu Baal. Ihr wart der Held von Baldurs Tor. Doch einige hegten bereits den Verdacht, ihr könntet vom selben Vorfahren abstammen wie Sarevok. Bald darauf seid ihr verschwunden. Unter düstereren Umständen, als es irgendjemand für möglich gehalten hätte. Sie kamen, als ihr euch gerade zur Rast gelegt hattet. Geschöpfe, die von einem Nebel verhüllt waren, der auch eure Sinne umnebelte und die Trennlinie zwischen Wachen und Träumen verschwimmen ließ. Es lag weder Bösartigkeit in ihrem Tun noch Hass. Auch gab es keinen Hinweis, dass vielleicht eine alte Rechnung beglichen werden sollte. Nur eine schnelle Gefangennahme und die Vorahnung von noch viel schlimmeren Dingen. Verstörend, oder nicht? So beginnt Baldur's Gate 2. Oder auch nicht? Ah, jetzt müssen wahrscheinlich die Skripte wieder arbeiten. Ah, jetzt höre ich's. Das Kind von Baal ist erwacht. Es ist Zeit für weitere Experimente. Der Schmerz ist nur vorübergehend. Ihr solltet die Prozedur eigentlich überleben. Interessant. In euch ruht viel unberührter Macht. Erkennt ihr überhaupt eure Fähigkeiten? Weitere Eindringlinge im Komplex, Meister. Sie handeln früher, als wir erwarteten. Egal, sie bewirken nur eine kleine Verzögerung. Wir werden also gefoltert. Wir wurden ein Kerker. Was ist das? War das gerade sein Schädel, der darunter gefallen ist? Oh, Imoen. Los, aufwachen! Wacht auf! Beeilt euch, wir müssen hier abhauen! Was ist los? Er hat auch in eurem Kopf herum. Okay, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Weil an der Stelle breche ich oder pausiere ich das Let's Play. Ja. Wir sind hier. Es wird gespeichert. Es wurde alles übernommen, aber nicht das Inventar. Imoens Gürtel.
Also so starke Zauber und ich habe bloß 3 Schaden bekommen? Ich bin immer noch ein Totem-Druide. Meine Zauber sind immer noch drin. Sie ist, wie ich sie übernommen habe, eine Magierin. Auch sie wurde übernommen. Hier haben wir eine alte Bekannte. Jaira. Hier würde noch ein anderer Bekannter sitzen, aber der Mod hat es anscheinend richtig gemacht. Minsk, falls ihr euch erinnert, aus Nashkel, haben wir getötet. Und deswegen ist hier auch kein Minsk. Hätten wir Baldur's Gate ganz normal gespielt und Minsk getötet, wäre er trotzdem hier. Interessante Sache. Aber wie erwähnt, an dieser Stelle save ich meine Dateien und werde abbrechen. Das Projekt mit Baldur's Gate Trilogie jetzt mit Baldur's Gate 2 weiterzumachen, ergibt im Moment wenig Sinn. Ich möchte unbedingt was anderes machen und habe leider auch bemerkt, dass Baldur's Gate nicht wirklich angekommen ist bei den Zuschauern. Wenn keiner es schaut, ist es mir einfach zu aufwendig geworden. Falls jedoch wieder Interesse daran besteht, ich werde mir die Speicherdatei wegsichern und falls ich wieder Lust habe, einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe, nämlich mit Baldur's Gate 2. Mit viel geileren, mächtigeren Zaubern, Waffen und einer viel größeren Welt als Baldur's Gate 1. Und durch die Mods auch noch viele, viele schöne Sachen. Ja, aber an dieser Stelle... Ich habe noch viel zu tun. Schluss mit dem nutzlosen Herumsitzen. Richtig. Wir hören auf mit Rumsitzen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Fast 200 Folgen Baldur's Gate 1 hat es jetzt gedauert. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Hoffe, ihr könnt auch beim nächsten Projekt einschalten. Ich hab noch viel zu tun. Schluss mit und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Ciao. Und falls ihr die Fortsetzung sehen wollt, like diesen Part. Bei genügend Likes werde ich dann merken, hallo, es gibt Interesse. Okay, ciao.